Weiter geht's mit Let's Play World of Warcraft. Wir waren stehen geblieben, hier Munition der Dunkeleisen-Zwerge einzusammeln. 129 von 200 haben wir schon. Ein paar hatten wir ja vorher auch schon gesammelt. Beim Vorbeilaufen, weil man ja wie gesagt, wenn man beschossen wird, sammelt man die Kugeln quasi ein. Also, das haben wir jetzt ja schon öfter erlebt. Es gibt Neuigkeiten bezüglich meiner Charaktere. Und zwar habe ich eine Gruppe gefunden, mit denen ich wohl demnächst Herold der Titanen das Achievement erreichen werde, beziehungsweise vorhabe, mit denen das Achievement zu erreichen, beziehungsweise eigentlich ist es ja eine Heldentat. Für alle, die nicht wissen, was Herold der Titanen ist, das ist ich glaube, Voraussetzung für Herold der Titanen, also man muss dafür Algalon killen, also den Endboss in Uldua. Und Voraussetzung ist, dass keiner der Charaktere ein höheres Level als Stufe 80 hat und keiner ein höheres Item-Level als 239 hat, glaube ich. Also, doch eine recht harte Nummer. Ich bin gespannt, inwieweit wir das verwirklichen können. Also die Leute, denen ich mich anschließen werde, die machen das schon öfter. Und ich bin jetzt im Moment dabei, einen Schamanen hochzuleveln, wobei ich das im Moment in den letzten 2-3 Tagen auch habe schleifen lassen. Ich schaue mal, ob ich heute Abend nochmal dafür Zeit finde. Ganz nebenbei habe ich heute Abend auch nochmal Raid. Ich habe meine aktuelle Raid-Gilde verlassen. Das war für mich keine richtige Raid-Gilde. Es war einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Die Leute waren, um es milde auszudrücken, recht schlecht. Also es waren hauptsächlich Anfänger, die zwar in Throne of Thunder, also Thron des Donners, mehr Erfahrung hatten als ich. Weil ich halt jetzt ganz neu bei Thron des Donners eingestiegen bin. Aber generell waren die Leute einfach nicht besonders gut. Die Heiler haben sehr wenig geheilt, die DDs haben sehr wenig Damage gemacht, naja, und da habe ich dann sehr schnell die Lust verloren, dort weiter zu raiden. Habe mich dann nicht mehr angemeldet. Und dann habe ich heute eine Nachricht bekommen, warum ich mich denn nicht mehr eingliedern würde in das Gildengeschehen. Und dann habe ich mich halt darauf geeinigt, das Ganze jetzt sein zu lassen, weil so hat es ja gar keinen Sinn. Und fast zeitgleich hat dann jemand im Slash 2 irgendwie neue Member gesucht für, neue Member gesucht für eine 25er-Gilde, und da ich sowieso 25er raiden wollte, viel lieber als 10er wohlgemerkt, weil auf 10er Raids habe ich eigentlich wirklich nicht mehr so große Lust, habe ich mich dann da gleich mal gemeldet. Die ist halt noch im Aufbau und solange wird 10er geradet. Und da ist heute Abend mal ein kleiner Raid angesetzt. Und ich bin mal gespannt, wie das wird. 19:30 geht's los, 19:15 ist Invite. Die lege ich mal an, die gefällt mir besser. Was soll ich denn jetzt machen? Ach so, wir sollen Leute finden, die für uns tanzen, genau. Warte mal, schau mal kurz die Quest. Sprecht mit 3 Eisengipfelwachen und bittet sie beim Tanz, bei eurem Tanz mitzumachen. Ach so, das ist für den König hier, damit wir uns irgendwie bei dem einschleimen können. So, jetzt habe ich 3. Baut eine Polonaise aus 3 Zwergen. Ich bin ganz Ohr. Berichtet Aufseher Schlickfaust auf der Thoriumspitze in der sengenden Schlucht von eurem Erfolg. Oh, jetzt geht's zurück. So, jetzt seht ihr, jetzt sind die Leute auch freundlich gegen uns gegenüber. Das war ja vorher nicht der Fall. Hier, wir haben richtig dick EP, richtig dick Erfahrungspunkte bekommen gerade. Oh, das waren aber viele Quests, die wir gerade abgeschlossen haben. Ich werde übrigens bis Stufe 60 komplett in Azeroth bleiben. Also Azeroth. Ist auch wieder schön. Schöner Zungenbrecher. Azeroth. in Azeroth. Werde ich jedenfalls so lange hier bleiben,
Und dann erst mit 60 nach Burning Crusade aufbrechen. Wartet mal kurz. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Hierhin, Thoriumspitze. Okay. Gut, dass wir die Flugpunkte haben. Nicht gerade schön, hier diese riesen Schlucht zu überqueren, weil man da einfach einen riesen Umweg drumherum machen muss. Das ist doch sehr angenehm, direkt mit dem Flugreifen auf die andere Seite zu kommen. So, einmal hier hoch. Ja, dann geht auch demnächst mal wieder eine Instanz für uns los, würde ich mal sagen. Oder? Spezifische Dungeons. Das waren wir alle schon. Schwarzfelstiefen. Damit geht's jetzt demnächst weiter. Und versunkene Tempel kommt auch noch auf uns zu. Was geht euch durch den Kopf? Redet mit mir. Ach so, Flug zum Kessel. Slackpit ist der Kessel. Den Eingang zur Schlackengrube. Ach, jetzt geht's in die Tiefen. Jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt müssen wir hier erstmal den Eingang sichern. Ich glaube, das ist... Wir müssen gleich mit dem Hubschrauber hier ein bisschen rumballern. Jo. Hab ich mir fast gedacht. Leider kann ich den Hordenscharder nicht angreifen. Schade, das wäre eigentlich recht cool gewesen. Guck mal, der wartet jetzt da unten, dass wir da runterkommen. Na, haben wir es gerettet? Ja. Hier geht's ab. Was macht der mir Schaden? Ach, das ist ein verdammter Death-Krieger. Boah, guckt euch das an, der scheiß Schildschlag. Boah, da hast du echt keine Chance gegen den Death-Krieger, ne? Krasse Scheiße. Mal so nice 1800 im Schildschlag reingewirkt. Das hätte ich besser wissen sollen. Das war dumm. Aber ich habe nicht gesehen, dass das ein Deathkrieger ist. Ist der noch hier? Scheinbar nicht. Hätte mich gerade noch retten können, indem ich einen Heiltrank getrunken hätte, aber da habe ich gerade nicht direkt dran gedacht, beziehungsweise viel zu spät dran gedacht. Lust auf ein Glas? Ja, das Ding gefällt mir. Warum habe ich denn so ein scheiß Int-Zeug angelegt? Wahrscheinlich, weil ich nichts Besseres, wegen den 13 Ausdauer und den 5 Crit wahrscheinlich, ja. Drei Quests zum Annehmen. Jetzt geht's in die Minen. Ach ja, genau. Sklavenarbeiter müssen wir jetzt retten. Wenn sie sich denn retten lassen wollen. Hier, der will es zum Beispiel nicht. Vorhin hat es bei uns ganz kurz geregnet. Das war richtig angenehm. Jetzt hat es wieder aufgehört. Der Himmel klart auf und instant ist die Hitze wieder da. Nicht so besonders toll. Vor allen Dingen immer, wenn ich aufnehme, mache ich mein Fenster zu. Weil ansonsten die Störgeräusche, die von außen kommen, einfach viel zu laut sind. Da muss nur ein Hund kläffen und das habe ich instant hier auf der Tonaufnahme drauf. Also generell mag ich es lieber, Let's Plays zu machen, wenn es draußen kalt ist. Ja, der hatte Lust zu verschwinden.
Ein Zuchtmeister. Davon müssen wir 10 Stück erledigen. Okay, was ist mit dir, Sklavenarbeiter? Nein. Entscheiden sich meistens immer gegen mich, habe ich das Gefühl. Ah, das mit dem Deathkrieger, das regt mich jetzt im Nachhinein doch ein bisschen auf. Viel zu OP, dieser Schildschlag. Was war das denn hier? Da habe ich doch gerade einen Schlüssel bekommen. Schlüssel für Russschlags Schuppen. Keine Ahnung. Ja, ich habe gerade einen 2K-Crit gemacht. Während dieser Death-Vari mit dem Schildschlag Non-Crit, und der war 2 Level unter mir wohlgemerkt, hatte wahrscheinlich nicht mal Level-Gear, 1400er Non-Crit bei mir gemacht hat. Wenn mir da hier noch immer jemand sagt, das ist alles gerecht, ich bin froh, dass das demnächst genervt wird. Weil so, nee. Das ist nicht schön. So, Sklavenarbeiter. Ich habe genug von euch gemetzelt. Ja. Der kommt freiwillig mit mir mit. Und zack. Schön. Crusader. Geprockt. Also über meinen Schaden beschwere ich mich eigentlich gar nicht. Aber das Duell gerade war einfach in der Hinsicht unfair, dass, ich dachte gerade, der rennt mir hinterher und greift mich an, dass er nicht nur mehr Leben hatte und mehr ausgehalten hat, sondern auch noch mindestens genauso viel Schaden gemacht hat wie ich. Eigentlich mehr, weil dieser Schildschlag, wenn der gekrittet hätte, ne, dann hätte mich das wahrscheinlich fast gewone-hittet. Also wirklich nicht schön. Theoretisch hätte ich auch als Death-Vari leveln können, aber das ist mir irgendwie doch zu blöd, weil die meisten... Mir ist erst im Nachhinein auch aufgefallen, dass die meisten Leute, die WoW-Let's Playen, das ist ja in den letzten paar Monaten vor allen Dingen, ist mir aufgefallen, übrigens jetzt mal off-topic, wie viele WoW-Let's Plays es jetzt mittlerweile schon gibt. Also als ich damals mit Momentelefy mein WoW-Let's Play gestartet habe, vor 3 Jahren oder wann das war, oder vor 2,5, da war ich so ziemlich fast alleine auf dem Gebiet. Sklavenarbeiter befreit. Da ist mir doch, glaube ich, gerade irgendwas am Ton kaputt gegangen, oder? Wartet mal kurz. So, jetzt müsste es klappen. Ich glaube, der Ton war weg, als ich gesagt habe, als ich sagen wollte, genau, dass ich damals so ziemlich alleine war unter den WoW-Let's Playern. Und mittlerweile sind das so viele, so unglaublich viele Leute. Also, was ich da mittlerweile auch gesehen habe. Hammer, Hammer, Hammer. Und da ist mir auch übrigens klar geworden, dass ich mich auf jeden Fall nicht nur auf WoW fokussieren kann. Also, WoW, keine Ahnung. Die Abo-Zahlen werden weniger, aber die Let's Player, die World of Warcraft spielen, nehmen drastisch zu. Also wirklich, unfassbar. Nicht, dass ich da jetzt unbedingt was dagegen habe, aber ist mir halt letztens mal aufgefallen. Doch ein großer Ansturm an WoW-Let's Playern. Und keine Spur in Sicht, dass das irgendwann demnächst mal abebben könnte. Das ist zu weit entfernt. Mithril. Kann ich nochmal einsammeln. Theoretisch habe ich schon genügend von den Dunkeleisenzwergen.
Ist eigentlich überflüssig, die jetzt noch hier einzusammeln, aber ich will jetzt eben noch schnell die Quester, bevor ich jetzt hier die Aufnahme stoppe, noch den Quest hier mit dem Altar machen. Einmal aktivieren. Der war früher übrigens mal Elite. Falls es den einen oder anderen interessiert. Ich weiß nicht, der glaube ich auch. Aber der da auf jeden Fall. Zu spät unterbrochen. Ich vergesse immer, dass ich noch meinen unterbrechenden Ruf hier habe. So. Dann können wir jetzt auch da oben hin. Dort können wir nämlich die Quests abgeben. Boah, in diesem Part sind wir gut vorwärts gekommen von den EP. Ein halbes Level hier. Ein gutes halbes Level. Wie dem auch sei, ich nehme jetzt hier die Mine noch mit. Und dann würde ich mal sagen, wir hören uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.